Schnell tief spielen, wechseln, aber das dauert etwas lange. Bei Zug, Lausanne kommt noch einmal. Berci, Cenazzi, Ablenker, Tor! Da hat Lausanne den freien Raum ausgenutzt und ich glaube, am Ende ist die Scheibe noch einmal abgelenkt worden. Zweite Minute, Florent Douet, der Torschütze für Lausanne. Schlechter Wechsel beim EVZ. Cenazzis Schuss, Due lenkt ab. Cenoni ohne Chance. Frick. Jetzt mehr Verkehr vor Cenoni und das wird genutzt. Powerplay Tor Lausanne 2:0. Ein ganz wichtiger Treffer für die Mannschaft von John Fuss, denn die wissen alle, dass das bisher nicht funktioniert hat. Natürlich dieses Spiel 5 gegen 4 und Frick zeigt, wie simpel es funktionieren kann. Scheibe in die Mitte gefahren und dann braucht es den guten Screen und darum gehört Tim Boson sehr viel an diesem Tor. Ich glaube, er war nicht mehr dran an dieser... Einmal Sammy Kreis, in aller Ruhe hält er da die Scheibe an der blauen Linie und Tor für Zug. Ablenker Dario Simeon. Erste Minute. Aber der Schiedsrichter zeigt an, dass er sich das im Video noch ansehen möchte. Werden wir natürlich auch tun. Derweil klatscht Simeon einmal ab bei den Kollegen. Er hat die Scheibe abgelenkt. Stark gemacht schon von Sammy Kreis. Da war sehr viel Routine drin bei ihm. Ist nicht in Panik geraten, als er da als hinterster Mann an der blauen Linie im Scheibenbesitz war. Hat einen guten Spielzug gemacht und so das Tor ermöglicht. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, was die Schiedsrichter on ice entschieden haben. Ich nehme an Tor. Jetzt wollen sie sich... Offenbar hat der Schiedsrichter direkt abgewunken. Also on ice entscheid, kein Tor. Eine der besten Zuger Chancen im zweiten Drittel. Noch einmal, Cadonau. Tor! Er trifft! Das ist ja eine verrückte Geschichte. Claudio Cadonau trifft. Und das ist nicht nur sein erstes Tor in dieser Saison. Das ist sein erstes Tor seit dem 18. Januar 2020. Da hat er sich auch den richtigen Abend dafür ausgesucht, um wieder einmal ein Tor zu erzielen. 2:2. Leuenberger spielt ihn an. Und da steht er plötzlich frei in idealer Schussposition. Handgelenkschuss und der sitzt. Ja, gut wie hier Bachhofner im richtigen Moment noch. Unterstützung kommt, hinten ist Bachhofner. Und dann auch Verteidiger Stadler, Ablenker drin. Der EV Zug geht in Führung, Stadler schießt und ich glaube Leuenberger lenkt noch ab. Oder war es der Lausanner, der hier am Boden liegt, der unfreiwillig abgelenkt hat? Und ist Livio Stadler der Torschütze? Ja, Stadler hat schon im ersten Spiel gegen Lausanne getroffen. Das war sein erstes und bisher einziges Tor in dieser Saison, wenn es denn gewesen ist. Aber Karl Klingberg wird hier gezeigt. Da spielt er den Pöck zurück. Ja, der kann nicht abgelenkt haben, Klingberg, denn der hat den Pass gegeben. Hier schießt Stadler. Und der Lausanner fällt. Ja, und lenkt tatsächlich die Scheibe ab ins eigene Tor. Bleibt. Berci. Oblenker, schön gespielt von Lausanne. Und es ist Cody Elman, der hier trifft beim Comeback. 3:3 und auch das ist eine sehr besondere
Geschichte für Lausanne und vor allem für ihn. Erstes Spiel in dieser Saison. Pulli gewonnen und dann steht er richtig, um abzulenken. Berci. Elmond mit Center Leuenberger beschäftigt, schafft es dann, seine Schaufel dahin zu stellen und Genoni zu bezwingen. Gut 3 Minuten vor Schluss. Trifft! Marcini trifft und Zug gewinnt. Und diese Jubelbilder, die zeigen doch alles. Eine Gruppe geht zu Leonardo Genoni, feiert mit ihm. Und die andere geht zu Lino Marcini. Dem EV Zug gelingt hier heute Abend in Lausanne wirklich ein ganz besonderes Kunststück, diese Partie noch zu gewinnen. Marcini wird nicht angegriffen, findet dann keinen Mitspieler. Was macht man in dieser Situation? Dann schießt man.